können wir die Material- und Energieproduktivität so erhöhen, dass trotz des Wachstums in der Welt wir einen generell sinkenden Ressourcenverbrauch schaffen. Ich will wissen, was macht Ihnen besonders Mut, dass wir das schaffen, oder was macht Sie besonders skeptisch, dass wir das vielleicht eher doch nicht schaffen? Ich bin da sehr optimistisch und auch als Institut sind wir da sehr optimistisch, insbesondere dann, wenn es uns gelingt, diese Form von Effizienz gut einzubetten. Sie eben nicht, und wir haben das ja gerade auch gesehen, zu erweitern Richtung Langlebigkeitsstrategien, einzubetten in neue Formen von Lebensstilen. Also diese erweiterte, und das finde ich einen sehr schönen Begriff, in der Umweltdebatte zu so einer erweiterten Literacy zu kommen, also einer erweiterten Alphabetisierung in unserem Verständnis, wie technologische Innovation wirkt, und eben zu erkennen, dass es nicht nur um die isolierte technologische Innovation geht, sondern immer wieder um die richtige Einbettung. Und ich glaube, dann können wir das schaffen. Es gibt da einen Weg und der ist anstrengend, der bedarf vor allen Dingen des Zusammenkommens, des Fühlen einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen den Produzierenden, zwischen den Nutzern, zwischen allen Beteiligten. Und das ist ein gewisser Ethos vielleicht auch, der dort in der Bevölkerung, in der Gesellschaft platziert werden muss. Nur dann ist es machbar, Einzelakteure anzusprechen, zu sagen, wir müssen das jetzt machen, die ökologischen Produkte produzieren oder wir dürfen nur noch das kaufen, was ökologisch ist und das andere lassen wir außen vor. Man darf keine Fronten in dieser Form, wie ich es eben beschriebe, aufbauen, sondern man muss zu einer Gemeinschaft kommen und da sehe ich, das ist noch ein anstrengender Weg, aber ich sage mal, im Bereich der Energie sieht man ja auch, wie man Energieversorgung Bewusstsein schaffen kann, durch Betroffenheit eben auch und das muss bei, der Minister sprach es an, mit Aluminium, es müssen eben für Produkte und Ressourcen oder für die Entsorgung der Computer Bausteine, muss praktisch ein Bewusstsein geschaffen werden, dass man sagt, nee, das geht so nicht, wir müssen zu anderen Verwendungszwecken kommen. Ja, ich bin notwendigerweise auch hoffnungsvoll und optimistisch und ich denke, die Zukunft der Wirtschaft kann nur sozusagen ressourcenschonende Perspektive sein und das heißt auch Innovation zu fördern und nicht Innovation nur im technischen Sinne, sondern auch im sozialen und organisatorischen und kulturellen. Gut, ich komme natürlich auch aus einem bestimmten politischen Hintergrund, wie Sie alle wissen, und uns hat man ja noch vor 15 Jahren gesagt, ihr mit euren paar Windrädern, was wollt ihr eigentlich? Und wir könnten, und insofern gibt es da einen gewissen Optimismus, wir könnten heute nicht über beschleunigte Energiewende und Atomausstieg reden, wenn wir nicht schon 20% Erneuerbare im Netz hätten. Das zeigt aber, von nichts kommt auch nichts und wir müssen da auf längere Prozesse setzen. Und noch eine interessante Beobachtung merke ich zurzeit, man hat uns Grünen ja immer vorgehalten, ihr seid fortschrittsfeindlich, ihr seid technologiefeindlich und im Moment dreht sich das etwas um. Wir schwärmen plötzlich von neuen Technologien, neuen technischen Möglichkeiten und Fortschritten, die sich ergeben müssen und die Skeptiker sitzen eher in den großen vier bekannten Unternehmen, aber auch noch woanders. Also deshalb bin ich da optimistisch, im Übrigen auch, weil ich von solchen Produkten wie der Heizungspumpe und noch sehr, sehr viel mehr Supraleitern, die 200-mal mehr Strom durchleiten können als herkömmliche, ich bin davon einfach begeistert und ich hoffe, dass wir gemeinsam die Begeisterung auch weitertragen können. Dankeschön.